Spiel um Platz 3 beim Legends Cup. Der BVB trifft auf die Bayern. Beide Teams jeweils mit 0:2 im Halbfinale unterlegen. Der BVB gegen den FC Barcelona. Die Bayern unterlagen den Lokalmatadoren vom FC Sao Paulo. Rein geht's in die Partie und der BVB wollte hier unbedingt Dritter werden. Und das spürte man von Beginn an. Sie dann mit einem wunderbaren Eckball direkt auf den Kopf von Lucas Barrios. Perfekter Start in diese Partie, das freute auch den offiziellen Fanclub aus Brasilien. Hier nochmal, gut getretene Ecke. Demichel ist ein bisschen zu weit weg von Lucas Barrios, der das sofort bestraft. Weiter schwarz-gelb, Mannschaft von Beginn weg hier tonangebend, das ist Jan Koller. Koller vorbei an Lucio, Koller, spitzer Winkel, was hat er vor? Koller legt ab, instinktiv, weiß genau, da steht Barrios, 2:0. Klasse gemacht auf verschiedensten Stationen. Erstmal natürlich dieser Ball auf Koller, der sich dann durchsetzt gegen Lucio. Dann nicht etwa den Abschluss sucht oder den Ball rüber, sondern alle überrascht. Und Lucas Barrios mitnimmt, der das dann eben auch wunderbar vollstreckt. Die Dinge nahmen also früh einen schwarz-gelben Lauf und so sollte es weitergehen. Wir sind immer noch in der Anfangsviertelstunde. Die nächste große Chance für den BVB, Jan Koller. Dieses Mal macht er es alleine und wie er das macht, 3:0. Kann sich sehen lassen. Koller und Co. mit dem perfekten Start. Koller selbst in der eigenen Hälfte losgelaufen. Bezwingt Tom Starke den Bayern Schlussmann. War dann auch gleichzeitig der Halbzeitstand, dieses 3:0. Wir gehen rein in den zweiten Durchgang. Da wollten die Bayern dann auch nochmal ihre Qualitäten zeigen. Hier ist Ivica Olic, schlägt ab auf den immer noch jungen Zé Roberto. Paulo Sergio und Zvezdan Misimovic verkürzt auf nur noch 1:3. Misimovic bei den Bayern in der Jugend ausgebildet, auch wenn er seine beste Zeit beim VfL Wolfsburg hatte. Hier mit diesem Ball oben ins Eck. Der passte genau. Erneut die Münchner mit dem Ball raus Richtung Zé Roberto. Zé Roberto legte den nochmal rüber. Olic hatte da leichtes Spiel, aber auch eine Situation, die im Doppelten abseits verdächtig war. Sowohl beim Ball raus auf Zé Roberto als auch beim Ball raus auf Olic schwang mindestens mal ein Verdacht mit, was abseits betraf. Auf einmal also nur noch ein 2:3, drohte das Ganze zu kippen. Die Bayern versuchten es jedenfalls mit Miroslav Klose. Klose, Ovomoyela gut. Klose mit einer starken Drehung und dann sucht er nicht den Abschluss, sondern will den Ball rüberlegen. Und so hatte Weidenfeller dann eben die Möglichkeit, den zu parieren. Ansonsten hätte Miroslav Klose vermutlich hier das 3:3 erzielt. Die Bewegung hier war richtig stark, hatte dann eigentlich freie Bahn, aber es blieb beim 3:2. Der BVB schlug also die Bayern und holt sich Platz 3 beim Legends Cup in Brasilien.